Talos zum Gruße, werte Mitstreiter, und ein herzliches Willkommen hier zurück zum nächsten Part von Let's Play Skyrim. Jo, und Bernd guckt schon ganz wild um die Ecke hier, der ist heiß, der will kämpfen. Für diesen Part habe ich mir gedacht, dass wir uns mal wieder den Gefährten ein wenig zuwenden wollen und ein neues Stück von der Wutrad-Axt an uns reißen wollen. Ein neues Fragment dieser schönen Axt. Und da mache ich mich mal auf den Weg, und da lauert auch schon wieder ein Wolf, der uns bestimmt gleich wieder anfallen will. Na komm her, du Mistvieh. Ach, du ahnst es nicht. Juhu! Kaiserliche! Und sie haben einen Nord gefangen, das gibt's ja mal gar nicht. So. Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott, was ist... Nord, kämpfe! Ja! Yeah. Oh mein Gott! Letzter Zeuge getötet, wunderbar. Und da hinten rollt der Kopf. Ich pack's nicht. Na, das ging doch schon mal gut los, würde ich sagen. So, wunderbar. Gold, Kaninchenkeule, die wollen wir uns mal einverleiben. Ja, Kaiserlichen. Gibt's nicht hier. Und dann noch ein Soldat der Sturmmäntel. Nichts tun. Gefangenen befreien. Befreien und Gegenstände aufteilen. Gegenstände aufteilen? Wir befreien ihn einfach mal. Kämpft wacker oder sterbt. Ebenso. Macht es gut und... Ja, weiß ich nicht. Flieht. Irgendwohin, wo es sicher ist. Ich meine, das Kaiserreich ist ja hier in Himmelsrand schon besiegt. Somit kann er sich jetzt ein neues Leben aufbauen. So, das war ja ein geiler Finishing Move. Aber das war wahrscheinlich auch dieser Finishing Move, dass man aus dem Stand, wie gesagt, mehr Schaden macht und den Gegner dann dadurch auch enthauptet. Boah, das war ja genial. Das ist ja eine super Action hier gleich zum Start. Herrlich. Was haben wir denn hier Schönes? Was ist das denn? Ein Denkmal, okay. Natürlich auch wieder nur ein Adlerkopf. So, aber wir wollen uns jetzt dem Fragment von Wutrad widmen. Müssten eigentlich gleich da sein. Irgendwo da vorne. Ich schau mal kurz auf die Karte. Genau. Gut. Na, Bernd hat schon wieder keine Power hier. Der lässt schon wieder nach. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Oh, hat der mich erschrocken. Dieser olle Säbelzahntiger oder was da doch immer sein mag. Lass mich in Ruhe um mein Pferd, du. Sonst gibt's gleich was. Kommt der uns noch hinterher? Schwindlernest entdeckt. Irgendwas ist doch hier noch. Ah, da ist eine Wache vor, okay. Und da hinten fliegt ein Drache. Ach du Scheiße, hier ist ja richtig was los. So, ich weiß jetzt nicht genau, was da hinten gerade los war, ist. Ich glaube, Sven hat sich gerade gekloppt. Könnten auch die Riesen sich eingemischt haben. Ja, ist ja gut, Mensch. So, dann machen wir Platz. Wir könnten sie eigentlich auch gleich mal ein wenig anschreien. Ich warne euch. Zurück. Gut. Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Verlauf. Silberne Hand. Vernichten. Ihr habt doch keine Chance gegen das Drachenblut und ein Mitglied der Gefährten. Wunderbar. So, Bernd, du bleibst draußen stehen. Dann wollen wir einmal hinein in das Schwindlernest. Sven wieder dabei. Da ist Sven. Jawohl. Was? Ich dachte, ich hätte etwas gehört.
Schieß mal deinen eigenen Kollegen ab, finde ich gut. So. Ich hau auch mal zu. Sven schießt auch von hinten. Wunderbar. Wow. Euch töte ich gern eigenhändig. Sauber, Sven, gib ihm. Ich warte eigentlich nur, dass mein Schrei wieder fertig ist. So wie jetzt. Ah, du. Verbrenne. Ey, was soll das denn? So. Keine Gnade für die silberne Hand. Was ist... Oh Gott. Ich dachte, der wäre schon K.O. Der tot. Naja, brüllt er da nochmal eben so ein bisschen rum, ne? So, wunderbar. Habt ihr das gesehen? Ich glaube, da oben ist noch eine Truhe. Ganz versteckt hier. Oh, und ein Saphir. Davon haben wir schon mehrere. Ich will nur mal ganz kurz gucken. Ah, okay, wir haben noch ganz viel Platz im Inventar. So, dann wollen wir mal sehen, dass wir das hier... So, einmal schnell speichern, dass wir das schnellstmöglich finden, das Fragment. Stahlpfeil, wunderbar. Ich ahne Böses. Hier drüben. Jo, zieh dir mal was an, Junge, sonst wird's hier Sonnenbrand. Oh, wir haben ihn erwischt, wunderbar. Nein, 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 nein. Ja, Sven, tut mir auch leid, Mensch. So, Sven, komm, gib ihm. Euch töte ich gern eigenhändig. Ich bin so froh, dass ich Sven dabei habe. Also jetzt nicht, weil er ist einfach eine super Unterstützung und seine Sprüche, ja. Also ich habe selten einen Begleiter hier mitgehabt, der bessere Sprüche drauf hat als Sven. Ich weiß nicht, hat ja jeder auch einen anderen Geschmack, also... schreibt es mir doch mal in die Kommentare, falls ihr irgendwie einen Lieblingsbegleiter habt und wo man den bekommt, so gesehen. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Würde mich mal interessieren, wer so euer Lieblings... wie heißt der? Huskal, ne? Huskal ist, glaube ich, genau. Also muss ja auch nicht nur Huskal sein. Es können ja, wie gesagt, auch zwischendurch entstandene Freundschaften durch Hilfeleistung sein oder so. Hier gibt es ja mehrere Möglichkeiten, an Begleiter zu kommen. Er kann ja auch einfach nur gekauft sein, zum Beispiel, wie so ein Söldner oder so. Ist da jemand? Geht schon los hier. Ich dachte, ich hätte gehört. So. Ein nach dem anderen wird ausgeschaltet. Sag mal, oh nein. Kein Zauberer. Alles nur kein Zauberer. Wow. Sven? Sven rastet schon wieder komplett aus hier. Wie ihr das sicherlich bemerkt. Oh, die ist ein bisschen heftiger drauf hier. Der Tod erwartet euch. So, ich muss drauf aufpassen, meine Energie. Aber ich könnte mal mein... Ich könnte mal... Ah ja. Genau, einmal vergiften meine Klinge. Oder meinen Hammer, so. Was haben wir noch? Der Heilung. Komm her. Oh, der ging ja schnell. Zwergenpfeile. Altowein. Hier, komm. Weißt du was? Einmal um die Schmerzen zu lindern. Ah, wunderbar. Das hat sich ja jetzt wieder ausgeglichen. Wir haben einen Stärkeren gekriegt. Sven, würdest du mal bitte kurz übernehmen? Ihr habt gewonnen. Ich ergebe mich. Ja, soll er mal kommen, soll er mal kommen. Wir warten auf ihn. Was du kannst, kann ich schon lange, Junge. Ja.
haben wir den Hammer ins Rückgrat getrieben. Mhm. Und den nehmen wir natürlich auch an uns. Ja, mein Gott, ne? So, ich möchte nämlich eben hier nochmal rumgucken. Oh, ja, und es war auch sehr gut, dass wir nochmal hierher gegangen sind. Und da liegt nämlich auch noch was. Ein Amethyst. Ist ja genial. Was liegt denn hier noch auf dem Tisch herum? So, den möchte ich auch nochmal schnell plündern. Wunderbar. So, Sven. Wie ist die Lage? Bist du wieder auf dem Bein? Boah, da ist er. Alles klar, gut. Mein eigener Kollege hier, mein eigener Gefährte, der mich hier erschreckt. Was haben wir hier? Dieb. Okay, wir haben es anscheinend schon mal gelesen. Falls nicht, könnt ihr euch das hier noch einmal durchlesen. Auch wieder ein langer Wälzer. Wunderbar. Prima. So, was liegt hier noch auf dem Tisch herum? Alles nur Futter. Den guten Lachs. Wisst ihr was? Den nehme ich mir mal mit. Ne, keine Holzkelle, ein Lachsbraten. Falls wir denn, wir haben ja sowieso immer Mangel an Tränken. Deswegen nehme ich mir den mit. Mal schnell speichern. Damit wir auch was zu futtern haben. Dass unsere Energie trotz Tränkemangel dann wieder aufgestockt werden kann. So ist hier noch wer. Da vorne, der Pfeil wird immer größer und größer. Das ist gut. Was haben wir hier noch? Okay, alle. Nicht mit mir, Leute. Nicht mit mir. So. Nicht mit mir. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Wo kommen wir denn hier hin? Was ist das denn für eine Höhle? Aha. Ein riesen Wasserfall. Moment. Wer seid ihr denn? Sind das diese Alekir oder wie heißen? Freund oder Feind? Aber sie sind nicht. Boah, wie viele? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Und hier kommen wir. Das ist aber jetzt kein Stehlen, oder? Fragment von Wutra, da ist es. Es ist kein Stehlen, also wir können es uns nehmen. Kehre zu Aela zurück. Blitzresistenz. Okay, das nehmen wir uns mal mit. Und den auch. Und den auch. Was ist mit euch los? Ihr braucht etwas? Was braucht ihr? Gold. Was? Ja. Ganz viel Gold. Hm? Ja, genau. Die Alekir sind das. Kommt man hier wieder raus? Guten Tag. Nee? Ja, guten Tag. Ja. 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 Was braucht ihr? Was braucht ihr? Was braucht ihr? Was braucht ihr? Wer bist du? Kematu! Ihr braucht... Ja. Okay. Okay, mein Gott, was ist... Ist ja interessant. Na ja, gut, okay, haben die, Alekir wohl ihr Lager hier aufgeschlagen in der Höhle? Gut, okay. Ah, Hauptsache, sie greifen uns nicht an. Das ist wichtig. So, gut, das Fragment haben wir. Schnell speichern. So geht's hier wieder raus. Ah, okay, hier sind wir. Hier haben wir uns schon durchgekloppt. Wunderbar. So, dann wollen wir das schnell noch dir... Was war das? Okay, habe ich nur falsch gehört. Aber da hinten kreist der Drache auch noch. Mann, 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 Mann. So, einmal
per Schnellreise nach Weißlauf. So, entfernen. Einmal nur kurz. So, dann wollen wir einmal der Aela das Bruchstück vorbeibringen. Und dann werde ich gleich mal ein bisschen verkaufen. Offscreen natürlich. So. Okay, dann wollen wir mal schauen, was Aela dazu sagt, dass wir das Fragment haben. Und nun unter den Sternen. Talos, ich huldige dir. Doch ihr wart einst ein Mensch. Einmal ja, wieder den Segen geholt. Mensch, da sagtet ihr, ist die draußen oder drin? Gucken wir mal. Jovaskre. Die Methalle. War ja klar, die ist natürlich noch weiter draußen. Ich frage mich immer noch, warum Skio euch überhaupt reingelassen hat. Tja. Weil er mich wohl mag. Dich nicht. Wo ist er denn? Kehre zu Aela zurück. Okay, gut. Okay, vielleicht ist die unten. Ja, jetzt steht sie da, oder was? Wenn der Zirkel für euch birgt, vorsichtig, muss ich seine Einschätzung respektieren. Aela, ich grüße euch. Dass sie mir gefällt. Ich habe in der Gegend hier für Ablenkung für euch gesorgt. Ich glaube nicht, dass jemand von unserer kleinen Kampagne Wind bekommen hat. Noch nicht. Gut, Aela, ich habe das Fragment. Ein weiteres Stück Ruhm. Gute Arbeit, Schildbruder. Abgeschlossen. Kehre zu Aela zurück. Ah. Die Wiederbeschaffung. Frage die Anführer der Gefährten nach Arbeit. Aela. Was ist das nächste Ziel? Ich habe Gerüchte über Aktivitäten der Silbernen Hand gehört. Eine Gruppe von ihnen hat sich in Ostmarsch verschanzt. Beeilt euch. Jawohl, begonnen. Ein Stich ins Herz. No? Hat sich wohl wer verschluckt. Ermordet den Anführer der Silbernen Hand. Ja, wunderbar. Habt ihr die Initiative gegen die Silberne Hand ergriffen? Ich wünschte, ich könnte euch begleiten. Wird nicht mehr lange dauern. Prima, so, wunderbar. Jawohl, ein Stich ins Herz. Wollen wir mal aktivieren? Und kurz gucken, wo das wäre. Ach, da hinten, okay. Alles klar. Ach, hier, okay. Gut, gut. Jawohl, was macht denn eigentlich ich hoffe, unser... Ich hoffe, dass die Jagd gut läuft, Bruder. Diese Feiglinge machen sich schon in die Hosen. Prima. So, dann wollen wir einmal hinaus. Jetzt geht die olle Kirche hier draußen wieder los. Entschuldigt, ich hoffe, das ist nicht allzu laut zu hören. So, Sven, alles klar. Gut. Jo, prima. Gut, dann wollen wir eventuell dann auch damit im nächsten Part weitermachen. Schon am Freitag kommt die nächste Folge. Jo, gut. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Und ja... Ich hoffe, dass ihr dann auch in der nächsten Folge, im nächsten Part wieder mit dabei seid. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend und danke fürs Zuschauen. Macht es gut. Bis dahin, euer Heilgar. Ciao.